Welche? Hörchen, einmal die Patschehändchen nach oben. Gut, dann stellt euch mal weit weg voneinander an die Wand, damit ihr nicht miteinander kommunizieren könnt. Kommen mal beide hier in die Mitte. Hier vorne vor mich. Gut, habt ihr mir jetzt noch was zu sagen? Könnt ihr Hände wieder runternehmen. Alles gesagt, was ich sagen konnte. Die andere Geht mir Dame. genauso. Alright. Also würdet ihr es bevorzugen, jetzt beide zu sterben, ja? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, ne? Ah, dafür, dass sie sich die ersten Monate nur flüchtig kennen, Alter, sind die ganz schön gleich. Irgendwie könnten Zwillinge sein, wie die reden und sich bewegen, ey. Alright, wir lassen euch beide am Leben, ja? Aber auch nur für Danke. einen Zweck. Damit ihr Miguel eine Nachricht ausrichtet, ja? Wir haben ihn versucht anzurufen. Er wird eine unbekannte Nummer bei sich haben in seinem Handy. Bei der sollte er sich mal die nächsten Tage melden. Ansonsten, wir wissen, wo er wohnt. Wir wissen, wie ihr ausseht, ja? Ja, ihr könnt euch eure Haare noch so oft färben und alles. Die Tattoos kriegt ihr nicht erstmal weg. Ja, und eure Gesichtszüge, auch wenn ihr euch sehr schön schminken könnt, ihr Ladies. Und dann werden wir euch abstechen, wenn er sich meint, hinter euch verstecken zu müssen, ja? Ja. Die Message angekommen. 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 Gut. Wir gehen jetzt hier von eurem Gelände runter, ja? Sollten wir gleich eine Sirene, eine Cop-Sirene hören oder sonstiges? Dann scheppern wir die Cops und euch direkt mit, ja? Ja. Verstanden. Gut. Ich denke auch nicht, dass Miguel will, dass Cops auf seinem Anwesen sind, wenn er mit Koks zu tun hat. Alright, peace. Ja, Bruder. War das ein Tod an meinem Leben? Ist das geil? Meine Fresse ohne Scheiß. Was fällt denen eigentlich ein, einfach aufs Anwesen zu stürmen, als wäre es hier ein, keine Ahnung, was für ein Verein? Geht's dir gut? Oh. Haben sie dir irgendwas getan? Nein, Gott sei Also geht's Dank dir nicht. körperlich gut? Körperlich geht's mir gut. Ja, geil, psychisch, ganz ehrlich, gewöhn dich dran. So, und Uff. Miguel, der hat irgendeinen Scheiß gemacht und ich weiß nicht was und hat noch nicht mal mit mir geredet. Finde ich gut, dass ich auch über nichts Bescheid weiß, was das betrifft. Oh, toll. Und wenn er sich seinen Arsch nicht aus dem Ding bewegt und die unbekannte Nummer anruft, wo Man kann die wohlbemerkt die unbekannte Frage Nummer nicht. ist. Er kann unbekannte Nummer nicht zurückrufen. Echt nicht? Man kann die. Wow. Bin auch dumm. Ja, dann muss ich mich dran setzen, dass es eine Nummer von Grün gibt. Vielleicht kann mir der Denver was da fertig machen. Oder irgendwer anders, oder ein Billy oder so. Ist mir scheißegal. Ich will eine Nummer von den Grünen haben. Und wenn du mir die besorgst, ist mir scheißegal. Die haben mich gefragt, ob ich die Freundin, schrägstrich Partnerin von Miguel wäre. Was hast du gesagt? Nein, wir sind nur Freunde. Hab ich auch. Ich habe ihm auch gesagt, wir sind nur Freunde. Und dann haben sie, also die haben versucht zu mir zu sagen, von wegen, dass du behauptet hättest, ich sei seine Partnerin. Und ich so, nee, wir sind nur Freunde Und und. die wissen nicht, wer die Freundin ist. Das haben sie nicht gef das habe ich nicht gesagt. Das habe ich auch nie, wurde ich auch nicht gefragt. Aber scheinbar haben wir perfekt zusammengearbeitet, ohne es zu wissen. Das ist gut. Hast du gut gemacht. Wollen wir reingehen? Dort können wir nicht noch mal. Ja, ist das das erste Mal passiert? Ja. Oh, du wurdest entjungfert. Süß, komm mit. Also, Miguel hat es mal versucht, aber. Ja, da war es halt gespielt, ne? Ja. So. Dann können wir ja unsere Antworten abgleichen. Ja.
Das war lustig, die haben den Typen vor mir ja K.O. gehauen. Also ja, ich hab's gesehen! Das ist so, mich zusammenreißen, nicht zu lachen, ne? Mhm. So, abgeschlossen? Ja. Setzen wir uns? Ja. Aber da siehst du, was eine kleine Entscheidung anrichten kann. Die Entscheidung zum Beispiel, ja, wir gehen aufs Anwesen zum Reden. Fuck. Jetzt weißt du vielleicht oder verstehst du vielleicht, warum ich so sehr vorsichtig bin. Lieber den Worst Case abdeck als den Best Case. Ja. Und warum ich vielleicht ein Stück weit paranoid bin. Holy crap. Ja, die ballern lieber. Dass sie geredet haben, wundert mich. Ich hätte echt gedacht, okay, die stechen jetzt uns einen von uns ab. Und die so, ja, willst du sterben? Willst du, dass ich dir ein Messer durch die Kehle schon stütze? So, ja, eigentlich will ich nicht sterben. Weißt du, was ich mir immer denke? Natürlich nie ausspreche. Was denn? Bevor die an Miguel kommen, müssen die erst an mir vorbei. Sprich, ich sterbe sozusagen für den Patron. Mhm. Ehrenhaft. Ja, und das ist ehrenhaft. Ja, okay, indem ich halt gelogen habe, dass ich von wegen, ich kenne ihn nicht und keine Ahnung, was er macht und bliblablub, ne? Aber ich sie so, sie kommt ja nicht mehr raus. Sie so, ja, ob ich wisse, dass er mit, dass er ein Koks Handgewehr ja. Hand. Ich so, Koks? Du hast es ja noch extremer gemacht. Ich habe gesagt, nein. So, what the fuck, nein, wusste ich nicht. Bitte was? Koks? Nein, hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Ich habe echt gedacht, dass als wir telefoniert haben. Wir haben gestern oft telefoniert. Ja, und ich habe echt gedacht, okay, die kriegen von irgendwem Infos. Von irgendwem, aber scheinbar haben sie keine Infos gekriegt, weil es ist sehr leicht herauszufinden, dass du die Freundin von ihm bist. Mit schon, ja. Deswegen dachte ich mir so, hä, die würde niemals das auf mich schieben. Das wäre ja total obvious, dass dann du lügen würdest, wenn die sich ansatzweise informiert hätten. So. Und die haben mir gesagt, du hast gesagt, ich sei die Freundin. Ja, als ob sie die... Ich wusste, dass das so ein Kreuzding ist, dass sie versuchen, das uns gegenseitig auseinanderzuspielen. So. Aber hey, High Five, dass wir das geschafft haben. Ja. Wir haben es abgeglichen, ohne das zu wissen. Und das nächste Mal, wenn sie nach unserem Namen fragen. Ich bin Stefanie. Echt? Sie haben nicht nach dem Namen gefragt, aber falls sie jemals fragen sollen, ich bin Stefanie. Der hat nach meinem Namen gefragt. Ich habe natürlich richtig gesagt Neytiri und Neyti, weil ich arbeite. Mhm. Wo, und da ist es obvious, ne? Und da sind sie auch ab und zu, um Leute hops zu nehmen. Also spätestens ich werde wahrscheinlich eventuell hops genau drauf gehen. Also. Aber 10% Verlust hat man immer, dementsprechend passt das. Solange ihr die Lücke wieder sinnlich fühlt. So, es kommt so, einer von euch beiden lügt. Sag mir, wen von euch beiden soll ich abstechen? Ja. Kann ich damit sagen? Einen am besten? Aber das hat er auch mich gefragt, so wie mir das gesagt. So, der hat wirklich exakt die gleichen Sachen immer gegen uns. Und hat so behauptet, ja, die Aussagen decken sich nicht. Und wie lange seid ihr denn schon befreundet? Also wir zwei und ich so, weiß nicht, über einen Monat, aber auch nur flüchtig. So. Dann chillt ihr beide gemeinsam auf dem Anwesen. Sie ist so zu mir so, gehört ihr das Anwesen? Nein. Gehört ihr das Anwesen? Nein. Und der hat behauptet, mir würde das Anwesen gehören. Und ich so, bei aller Liebe, also, ihr könnt auf dem Klingelschild lesen. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber auf dem Klingelschild steht Miguel sein Nachname. Also. Dann der Witz so, ja, kennst du einen Miguel? So, was für einen Miguel meinst du? Ja! Ich meinte auch so, ja, ich kenne Miguel, aber es gibt viele Miguels. Ja, dem gehört dieses Anwesen hier, oder? Ich so, ach, dem Miguel meinte, ja. So. Ey, wir haben echt gut, ne?
Du bist ein bisschen abgeglichen, perfekt. Ich bin stolz auf dich. Ich muss dir. Hast du dein Bluetooth an? Bitte sag ja. Dein anderes ja. Bluetooth. Ja, natürlich. Ja. Aber ey! Dadurch? Boah, okay, wenn Miguel zu diesem Split Nein sagt, dass ich halt sozusagen komplett Kontaktabbruch, nicht komplett mache, aber so, ne? Jetzt wäre der perfekte Moment. Eigentlich schon, ja. Dann muss ich eigentlich ja sagen. Spätestens die Grünen wüssten oder könnten nachvollziehen, warum und würden dann auch die Story glauben. Das ist eigentlich voll smart. So, dann sage ich zu den anderen, ja, man hat sich auseinandergelebt. Die Grünen würden verstehen oder wissen, warum. So, dann denken sie sich, ah, okay, die wusste wirklich nichts so von dem ganzen Ding, so mit dem Koks und so. Und sie, ne, bloß legal bleiben so in die Richtung oder so, nichts damit zu tun haben wollen. Und dann würden sie das natürlich untereinander weitererzählen. Das ist Standard, das ist eine Gang. Das ist, boah, eigentlich ist das voll gut, dass das passiert ist. Jetzt muss nur noch Miguel das okay geben. Vielleicht kriegen wir ihn ja aus dem Bett morgen. Ja, ich hoff's. Ich hoff's. Glaub mir, ich krieg's hin. Ja, und wir brauchen eine Nummer von den Grünen. Ja. Oder irgendwie Kontaktdaten. Irgendwie ChangeNet, irgendwas. Irgendwas. ChangeNet. Die Eve-Seite mögen es nicht oder sowas, Seite doch, oder? Darüber könnte er sich melden. Ja. Aber gut, dass ich halt auch Bescheid weiß, dass er scheinbar versucht hat oder schon mit denen irgendwie was, ja, irgendwas hat. Ich halt auch noch nicht. Falls es doch nicht so ist, dann okay, aber wenn er es mir nicht gesagt hat, wäre es halt echt scheiße. Einer hat JJ gesagt. Das ist eine Sie. MJ Jacobs ist rot, eventuell, oder gar nichts. Also JJ... Security Gruppe 6. JJ. Ja, eine JJ ist weiblich. Dann haben wir einen Jay Jackson, Jay Franklin Jones, Jay Davis. Hat er noch irgendwas Peace oder so gesagt? Peace, aber das sagen sie dazu zum Tschüss sagen. Aber die haben noch irgendeinen anderen Namen, der auch ein P war. Nee, das ist ein RCLS. Seit gefällt das, ist seit gefällt das nicht. Das gehört ja denen, ne? Was gehört denen? Ja, den Grünen. Da trägt auch jemand auf dem Bild das Bandana da, was die in der Hose hatten. Kann Miguel versuchen, sich über ChangeNet mal mit denen auseinanderzusetzen, wenn er keine Nummer hat. Der müsste auch die Seite schon kennen. Ja, ich sehe sie. Eastside gefällt das, Eastside gefällt das nicht, und da kann er mal drüber anfragen. Wenn sie uns dann wieder belästigen, sagen wir, ja, dann guck mal bitte auf ChangeNet, weil, ne, beziehungsweise, ich soll es nicht sagen, eventuell, weiß ich nicht. Ja, vor allem so, ja. Wir können auch nicht mehr tun, als ihm das sagen. Ja, alles andere wird und tut das sowieso selber regeln, also... Ja. Was haben die dich noch so gefragt? Immer irgendwie
Hast du etwas Spitzes dabei, wo ich mich verletzen könnte? Ja, also, ein Messer. Schlagring. Ja. Haben sie weggeworfen. Aber so. Beziehungsweise halt da in der Ecke, aber das hole ich morgen. Ja, mein Messer ist wahrscheinlich auch dort. So, wie könnt ihr euch denn die teuren Autos leisten? Ja, die gehören mir nicht. Haben sie mich nicht gefragt. Das sind nicht meine Autos. Der Sultan ignorieren wir jetzt einfach mal. Ja, aber der Sultan, ey, komm. Ist kein teures Auto. Eben. Bei meinen Motorrädern, da hätten sie fragen können. Den Nagasaki Shinobi, $134.550, hm? Mit Tuning? Hm? Schwierig. Ja. Okay, was noch? Was fällt mir noch ein? Ach, ja. Was wir auf dem fremden Anwesen chillen. Auf dem fremden Anwesen? Es ist ja nicht wirklich fremd. Wir dürfen hier chillen. Ich habe gesagt, ich wohne hier unter anderem mit. Ich habe nicht gesagt, dass ich hier wohne. Die Kunst ist, so viel Wahrheit in eine Lüge zu packen, ohne die falsche Wahrheit zu bringen. Also alles, was zum Beispiel über Gell betroffen hätte, ihn angreifbar gemacht hätte, mehr Informationen gegeben hätte, oder ob wir es gewesen wäre, dass wir zu ihm gehören, so richtig, das hätte nicht rein dürfen. Oder, ne? Packt man nicht rein. Ja, deswegen ansonsten habe ich auch gesagt, wir sind nur Freunde und nicht, dass ich seine... Genau. Sonst hätten die mir wahrscheinlich noch wehgetan als Zeichen. Ja. Und ansonsten packst du so viel Wahrheit in deinen ganzen Sachen, dass die Lügen nicht richtig bemerken, außer sie haben Informationen und darauf musste ich pokern. Ich habe durchs Band durchgelogen. Außer, dass wir befreundet sind, Miguel und ich. Ich habe gesagt, ohne ich Witz. Weiß nichts von Koks. Ich chill's hier nur. Das nächste Mal einfach als lesbisches Paar ausgeben. Ah, bitte. Da können wir machen, ja, dieses Erlebnis hat uns so eng zusammengeschweißt, wir sind jetzt ein Paar. Also wenn Miguel nicht das okay gibt, dann können wir das echt mal durchziehen. Oh ja. So, sorry, Babe, ich muss jetzt ganz kurz. Hey, Schätzchen. Hi, Schatz, na? Schatzi, na, wie geht's dir? Bonnie. Hi, Schatzi, Pupsi, Hasi. Oh Gott, you. Ja. Oh, nö. Aber toll, dass ich bei deiner Entjungferung dabei sein durfte. Hätte ich nicht gedacht, dass es so kommen wird, aber finde ich cool. So kann ich auch gucken, ob du... Das hört sich jetzt böse an, aber auch bei solchen Situationen sowas taugst. Davor konnte ich dich gar nicht so einschätzen. Aber... Wie, du konntest mich nicht einschätzen? Ich konnte dich nicht einschätzen von deinen Fähigkeiten zu lügen, zu Schauspielern. Was? In solchen Ernstfällen halt auch wirklich einen kühlen Kopf zu bewahren, rational zu denken, aber emotional zu... Also... es emotional handelnd aussehen zu lassen. Dich hineinzuversetzen in eventuell andere Mitglieder, was sie sagen könnten oder was wäre sinnvoll. Ich habe an Jose gedacht, bei dem Satz mit, kennst du einen Miguel? Ich hab das von Jose mit dem Nachnamen so, ja, was für Miguel meinen sie? Ich bräuchte einen Nachnamen. Dann ist er ja rübergekommen und hat ja gefragt. Hast du gut hingekriegt. Besser als ich gedacht habe. Was? So. Aber gut.
Ich hau mich jetzt aufs Ohr. Ich hau mich auch aufs Ohr. Ja, du musst erst mal runterkommen, Mädel, und dich dran gewöhnen, dass das noch sehr oft der Fall sein wird. Ich muss noch auf dem Handy ein Video schauen. Ja. Immer und immer und immer und immer wieder. Na dann, schlaf gut, ne? Gute Nacht.